Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte 3 mit Mara Fränkisch. Ja, da stemmt's gleich immer die Arme in die Hüfte, die Gute. Jetzt lassen wir uns aber erst mal zusammenfassen geben. Eigentlich sollte es der schönste Tag in Ninas Leben werden, die Hochzeit mit Max. Doch die Kirche steht in Flammen und vom Bräutigam fehlt jede Spur. Ein unheimlicher Kuttenträger bedeutet Nina, ihm auf den Turm zu folgen. Da sie aber nicht wie er durch Wände gehen kann, muss Nina einen anderen Weg nach oben finden. Okay, ich sehe hier was. Brennendes Regal. Das Regal muss durch Funkenflug in Brand geraten sein. Ich sollte wenigstens das Regal löschen, damit ich nicht komplett vom Feuer eingeschlossen bin. Hab ich denn irgendwas? Nein, hab ich nicht. Aber ein Taufbecken. Ein Taufbecken? Ja, ach was. Ein Talar. Der gehört wohl dem Priester. Den können wir doch mal schon mal einpacken. Der Talar ist mir zwar viel zu groß, aber ich nehme ihn und den Kleiderbügel trotzdem mal mit. Ein Kleiderbügel? Ein einfacher Kleiderbügel aus Metall. Den kann man doch bestimmt dann verdrehen irgendwann. Okay. Talar. So, jetzt könnte man doch den Talar bestimmt mit dem Taufbecken nass machen. Und dann bekomme ich das Regal gelöscht. Kann nicht schaden, ihn zu waschen, so wie der müffelt. Okay. Nasser Talar. Brennendes Regal. Gut, dürfte ein Weilchen dauern, aber damit werde ich das brennende Regal sicher löschen können. Das wäre geschafft. Regal. Okay, und jetzt ist doch bestimmt da... Das Regal ist hinüber, aber wenigstens brennt's nicht mehr. Ein loses Brett, das den Brand halbwegs unbeschadet überstanden hat. Ich wüsste nicht, was ich mit dem Regal... Mein Gott, bald steht die ganze Kirche in Flammen. Das Feuer ist außer Kontrolle. Okay, du musst hier schnell raus. Kelch! Kann ich den auch mit Wasser füllen? Es ist kein Wasser mehr im Becken. Ach Gott, hör halt auf. Statue! Eine Petrusstatue mit dem typischen Schlüssel in der Hand. Einen Schlüssel hier raus hätte ich jetzt auch gern. Ein Wischmopp. Okay, kann ich damit schon mal irgendwas anfangen? Nein. Statue. Ich kann weder die komplette Statue noch irgendwelche Teile davon verschieben oder bewegen. Und zum Hochklettern ist sie zu glatt. Aha. Beeindruckend, wenn man auf sowas steht. Aber geht das bei Wandteppichen überhaupt? Och. Ich bin zwar kein Experte für Wandteppiche, aber selbst ich erkenne, dass ich den hier weder herunterreißen noch zur Seite schieben kann. Leider muss ich ihn allerdings irgendwie beseitigen, um zu sehen, was dahinter ist. Na dann, tu doch mit dem Kleiderbügel neigratzen. Mit dem Wischmopp. Nee. Mit dem Brett. Nee. Aber ich könnte doch mit dem Brett vielleicht... Nein. Könnte ich mit dem Wischmopp? Nein. Dem Kelch? Nein. Dem Kleiderbügel? Auch nicht. Okay, dann brauche ich jetzt hier... Ha? Da ist noch was. Was ist das? Fuge. Hier ist eine Fuge mit offensichtlich sehr brüchigem Mörtel. Ich breche mir höchstens sämtliche Fingernägel ab. Ja, dann kratz doch mit dem Kleiderbügel aus. Damit könnte ich den losen Mörtel herauskratzen. Mal sehen. So, tiefer komme ich nicht. Immerhin ist die Fuge jetzt auch deutlich breiter. Dann kann ich doch jetzt bestimmt das Brett da reinstecken. Jetzt passt das Brett perfekt in die Fuge. Und wenn ich es richtig platziere, kann ich auf die Statue klettern. Vielleicht komme ich ja von dort aus irgendwie in den Turm. Yeah! Auf zur Statue. Mit Hilfe... Nee, komm, hoch. Muss ich das anklingen? Einen besseren Verwendungszweck werde ich für das... Ja... Was ist da? Nagel! Mit bloßen Händen kann ich den... Dann wieder den Universalkleider... Ich könnte den Nagel in die schmale Seite des Kleiderbügels einklemmen und dann... Juhu! Kann ich mit dem was tun? Nein. Kann ich mit dem jetzt was? Nein. Kann ich das vielleicht? Nein. Kann ich
Hier, nein. Kann ich jetzt... Ich will doch einfach nur da hoch, dann. Wie meint das jetzt? Turm. Dahinter müsste sich der... Wenn ich wüsste, wie ich da rein... Kann ich mit dem Nagel den Wand nehmen? Also, hoch da. Wo läufst du hin? So wird das nix. Mit Hilfe des Bretts könnte ich jetzt zwar auf die Statue klettern, aber was dann? Naja, dann... Dann weiß ich auch nicht. Ja, also... Ah, da kann ich mir einen flammenden Wischmob machen. Ich soll den Mob anzünden? Okay, wer weiß, wozu es gut ist. Ah. Ansonsten gibt's halt einen Wischmob weniger auf der Welt. Auch kein Verlust. Damit zünde ich jetzt den Wandteppich an. Bin ja nicht blöd. Feuerio! Wusch. Aha. Haha! Hinter dem Teppich ist eine Öffnung. Na dann, jetzt hoch. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? Na klar. What? Wie bei der Schaukel. Wenn man ganz außen ist, das Gewicht in die andere Richtung verlagern. Vielleicht hilft mir auch das Knirschen der Statue, den richtigen Rhythmus zu finden. Nicht verstanden, was ich hier mache, aber egal. Ich hab's doch gewusst. War das okay? Ja, hab nur schlecht geschlafen. Ach Nina, komm schon. Du schläfst jede Nacht schlecht. Und deine Träume werden immer schlimmer. Naja, wir heiraten schließlich übermorgen. Bist du denn überhaupt nicht nervös? Du lenkst schon wieder ab. Und dabei geht das schon seit Tunguska so. Nach deiner Begegnung mit diesen... Das ist ewig her. Diese blöden Träume haben nichts zu bedeuten. Nichts zu bedeuten, ja? Ich hab die Stelle gefunden, die du in der Bibel unterstrichen hast. Die Apokalypse. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Nina, ich mach mir Sorgen. Jetzt muss man mal pausieren und komplett lesen, was da steht. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche? Ob du nervös bist, wegen übermorgen. Naja, ich hätte das Ganze drumherum nicht gebraucht. Stimmt. Wir brauchen den ganzen Kram doch nicht. Die Kirche, die Leute, nur wir beide. In unseren Flitterwochen. Australien. Komm, lass uns einfach abhauen. Du bist verrückt. Gut, warum nicht? Runter! Auf den Boden! Jetzt geht's ab. Los, los, los! Die GSG 9 ist da. Was soll das? Max! Zielperson in Gewahrsam. Wir kommen raus. Mach dir keine Sorgen. Das ist sicher nur ein Missverständnis. Und Nina, überleg dir was wegen der Flitterwochen. Sind Sie Nina Kalenko? Seine Verlobte? Was ist denn hier los? Wer zum Teufel sind Sie? Was wollen Sie von uns? Es liegt ein Haftbefehl gegen Max Gruber vor. Er steht im Verdacht, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, halten Sie sich aus der Sache raus. Sonst könnten wir uns gezwungen sehen, auch gegen Sie entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Maxchen, armes Maxchen. Aus der Sache raushalten? Was denken die sich?
Die sollen mich kennenlernen. Stunden hat sie wieder gebraucht im Badezimmer. Alles nicht lang. Zu fassen. Keine einzige offizielle Stelle weiß etwas von diesem Einsatz. So langsam glaube ich, das waren gar keine echten Polizisten. Wie auch immer, ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet und Max als vermisst gemeldet. Mehr kann ich im Moment wohl leider nicht tun. Oder vielleicht doch? Was hatte Max noch gerufen? Überleg dir was wegen der Flitterwochen. Wie das wohl gemeint war. Unsere Flitterwochen wollten wir in Australien verbringen. Vielleicht finde ich ja irgendwelche Hinweise, die mir weiterhelfen. Okay. Eine schick eingerichtete IKEA-Wohnung. Ja. Schauen wir mal die Küche an. Die Farbe der Küche ist der eindeutige Beweis dafür, dass man Männer keine Möbel aussuchen lassen sollte. Aber die Wohnung gehört nun mal Max. Und er steht auf Rot. Was denn an einer roten Küche auszusetzen? Was jetzt bitte? Wenn ich mir so die braunen Bauernküchen denke, okay, aber... Okay. Gut, Wohnung verlassen, Jacke, nichts, nein. Pinnwand. Da schreibt man noch Urlaubssachen auf. An der Pinnwand hängt die Tabelle vom 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2010-2011. Mainz 05 ganz vorn, Schalke 04 ganz hinten. Die meisten Favoriten irgendwo im Mittelfeld. Sachen gibt's. Aha. Rucksack. Der Rucksack von Max. Na dann. Bücherregal. Die Bücher gehören alle Max. Ich denke nicht, dass mir die alten Schmöker wirklich helfen werden. Sicher? Durchgang. Okay, jetzt schauen wir erstmal, was da drin ist. Vielleicht finde ich in den Sachen von Max was, das mir weiterhilft. Da ist nur ein Buch über Australien drin. Der Rucksack von Max. Ja, was schleppe ich dann einen leeren Rucksack mit? Naja. Gut. Es trägt den Titel Australien, die Reise meines Lebens, geschrieben von Michael Cocker. Australien. Dahin sollte unsere Hochzeitsreise gehen. Das schaue ich mir doch mal etwas genauer an. Jemand hat mitten in die Seiten ein großes Loch geschnitten. Da liegen 4 kleine Fähnchen drin. Ich steck sie mal ein. Außerdem ist das Inhaltsverzeichnis lose. Es fehlen eine ganze Menge Seiten. Die Kapitel 3, 7, 10 und 15 wurden komplett herausgerissen. Ja, das ist jetzt aber hoffentlich kein... Australien. Das Inhaltsverzeichnis des Buchs Australien, die Reise meines Lebens aus der Feder von Michael Cocker. Ach Gott, das muss ich jetzt wahrscheinlich dann irgendwie... Oh Gott, ich muss mir für das Spiel einen Zettel nebenher legen. Seht ihr schon? Kann ich das Fähnchen jetzt irgendwo... Nee. Okay. Aber das kann ich wahrscheinlich irgendwo reinstecken dann. Gehen wir mal nach nebenan. Ah! Okay. Teddybär. Karte. Da muss ich es garantiert nachstellen. Eine Karte von Australien. Dort wollten wir eigentlich unsere Flitterwochen verbringen. Oh Gott. Eine schicke Designerkarte von Australien. Komplett aus Metall. Ich frage mich, ob der Hinweis von... Ja. Garantiert da. Aber erst einmal gucken wir uns das restliche Zimmer an, bevor wir jetzt da mit solchen Späßchen... Gar anfangen. Nicht mal so hässlich. Der Rest der Einrichtung ist allerdings nicht unbedingt mein Ding. Egal. Bald haben wir ja unsere gemeinsame Wohnung. Da werde ich mich nicht so fremd fühlen wie hier. Was ist denn das? Warum steht denn das... Ja, ich verstehe. Das Bett ist viel zu klein. Ach, halt auf. Solange ich nicht weiß, wie es Max geht, kriege ich kein Auge zu. Ohne Max. Schau doch unter das Bett, Mensch. Mein Gott, ist die hässlich. Du hast recht. Ich dir jetzt mal zustimmen. Okay. Also, dann nochmal zur Karte. So, und jetzt Inhaltsverzeichnis. Oh, jetzt kriege ich Dingsens. Australien, die Reise meines Lebens von 3, Michael 7, Cocker. 10, Australien. Das Inhaltsverzeichnis des Buchs. 3, Australien, Elaine, die Reise meines Lebens. Brisbane, okay. Elaine und Brisbane. Schauen wir jetzt mal, wo das ist. Fähnchen. Adelaine. Und Brisbane. Jetzt muss ich wieder... Das Inhaltsverzeichnis des Buches. Nein. Ich muss Australien. Das. Die Reise meines Lebens. 10, 15. 10. Broom.
und Hobart. Broom und Hobart. Okay. Broom und Hobart. Broom und Hobart. Broom. Und jetzt noch Hobart. Ja, ICQ, ich hab's schon verstanden. Hobart. Was ist denn das? Kommt da unten hat sich ein kleines Fach geöffnet. Ich komm gleich. Ich riskiere mal einen Blick. Ich sollte das echt immer ausmachen, wenn ich aufnehme. Aber nein, ich wäre... Zwei Schlüssel. Ja, an dem einen hängt ein Schild, auf dem Büro Museum steht. Der andere ist deutlich kleiner und unbeschriftet. Warum versteckt Max seinen Büroschlüssel in einem Geheimfach? Und wofür ist der andere? Im Büro muss irgendwas sein, das mir weiterhilft. Oder ihm. Also, auf ins Museum. Leonardo aus Stepp. Oh, 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 oh. Also schön. Hier irgendwo muss ich etwas finden lassen, womit ich Max helfen kann. Schließlich hat mich sein Hinweis mit den Flitterwochen direkt hierher geführt. Leider habe ich noch überhaupt keinen Schimmer, wonach ich eigentlich suchen soll. Ich weiß nur, dass Max in irgendwas hineingeraten ist. Vielleicht hat es mit seinen jüngsten Projekten zu tun. Fragt sich nur, wo er die Unterlagen dazu aufbewahrt oder versteckt. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. ICQ wird mich ja in den Ruhe lassen. Also schaue ich mal. Bis demnächst. Tschüss.